Poststreiks in Franken. Die Gewerkschaft Verdi möchte den Druck auf die Deutsche Post erhöhen. Deshalb kam es heute in ganz Bayern zu Warnstreiks. Davon betroffen waren auch etliche Betriebe in Franken, wie hier der Kundenservice der Deutschen Post in Fürth. Die Mitarbeiter trafen sich schließlich zu einer Kundgebung in Nürnberg. Verdi fordert, dass sie an den Gewinnen der Corona-Krise beteiligt werden, mit einer Lohnerhöhung von 5,5%.